Oberlassrah Scheibenwischerwechsel. Wir haben hier den neuen Scheibenwischer. So sehen die aus. Und wenn ihr darauf achtet, die Fahrerseite ist länger als die Beifahrerseite. Der Wechsel selbst ist ganz simpel. Einfach den neuen Scheibenwischer anheben, einmal so drehen und dann abziehen. Dann nehmt ihr den neuen Scheibenwischer. Der Scheibenwischer hat auf der einen Seite kein Loch. Das heißt, ihr müsst ihn entsprechend so drehen, dass ihr ihn einführen könnt. Mit etwas Kraft andrücken, umdrehen und fertig. Das gleiche auch auf der Beifahrerseite. Anheben, drehen und abziehen. Den neuen Scheibenwischer ansetzen, andrücken, damit er richtig sitzt, umdrehen und zurück auf die Scheibe. Ihr solltet, bevor ihr die neuen Scheibenwischer verbaut, die Scheibe gründlich mit einem guten Scheibenreiniger putzen, um Insekten oder Tierreste von der Scheibe zu entfernen, damit die neuen Scheibenwischer euch nicht so schnell verschleißen. Den Heckwischer leicht neigen und vom Wischerarm abziehen. Man sieht hier die Halterung, das wird nur gesteckt. Neuen Heckwischer nehmen und dann entsprechend leicht angewinkelt an den Wischerarm andrücken. Vergewissern, dass der Heckwischer richtig eingerastet ist und das war's schon. Die Scheibenwischer sowie ein Reiniger für die Glasscheiben findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.